Die Bibel ist ein dickes Buch, Sie können auch manche Widersprüche finden. Die Bibel ist ein dickes Buch, Sie können auch manche Widersprüche finden. Es gibt auch. Aber Sie haben gesagt, in der Bibel gibt es Widersprüche, haben Sie gesagt. Jetzt komme ich auf seine Fragen auch zurück. Ja, natürlich gibt es das, aber die sind nicht wesentlich, sage ich, diese Widersprüche. Es gibt 12 Apostellisten bei Markus und bei Matthäus. Die 12 Namen sind nicht ganz gleich. 11 Namen sind, glaube ich, gleich. Und 12, da ist verschieden. Ist es wesentlich? Nein, es ist nicht wesentlich für den Glauben. Schwierig. Also das heißt, ich habe verstanden, dass man die Bibel nicht wortwörtlich nehmen soll. Was ist mit Hölle und Paradies? Sollte man auch nicht wortwörtlich nehmen. Was ist mit der Gottheit Jesus? Sollte man auch nicht wortwörtlich nehmen. Ja, stimmt. Da kann jetzt auch sein, dass das jetzt auch... Aber klär mir diesen Vers. Der Schaitan, laut deren Bibel, der Schaitan kommt zu Isa, zu Jesus, und sagt ihm, wenn du mir niederfällst, werde ich dir alle Schätze dieser Erde geben. Ich lese das vor, damit es authentisch ist. Darauf führte ihn, also der Teufel, mit sich auf einen sehr hohen Berg, und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten. Und sprach zu ihm, also der Schaitan sprach zu Jesus, das alles, was du siehst, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wir wissen, dass der Schaitan Geschöpf Gottes ist. Oder? Wie kommt der Schaitan, Geschöpf Gottes, zu Gott selber, Astaghfirullah al-Azim? Wenn Jesus Gott wäre, wie kommt es, dass der Schaitan, Geschöpf Gottes, zu Gott selber und sagt ihm, wenn du mir niederfällst, wenn du mich anbetest, wenn du kniest, gebe ich dir alles, was du siehst. Ich will keinen Christ beleidigen. Ich hab einen Priester gefragt, der konnte mir keine Antwort geben. Ja, Sie können da eine Unlogik drin finden. Das Evangelium bringt aber diese Geschichte, dass Jesus vom Teufel versucht wurde und als Mensch, sage ich mal, ja, selbst wenn er Gottes Sohn war, kann es ja sein, dass er versucht war, vom Vater abzufallen. Es heißt, der Teufel sei auch ein gefallener Engel, er war von Gott gut geschaffen und er ist abgefallen von Gott. Warum? Darf man nicht fragen. Das Böse hat keinen Grund. Das ist eine falsche Frage. Da zerbricht alle Logik. Jesus hat dem Teufel nicht gefolgt. Er hat der Versuchung widerstanden. So berichtet das Evangelium. Er hat gesagt, ich bete Gott alleine an, nicht den Teufel. Weg mit dir, Satan. Und er hat die Versuchung bestanden. Aber natürlich gibt es einen Teufel. Ich glaube auch für Sie. Auch im Koran, in muslimischer Theologie, gibt es einen Teufel. Eine Macht des Bösen, die den Menschen versucht, von Gott abzufallen. Das gibt es. Wer das leugnet, sieht nicht die Welt. Also. Welche Funktion hat der Teufel jetzt auf der Erde? Welche Macht oder welche Funktion? Funktion, schwer zu sagen, keine Ahnung, schwierig. Wird nichts darüber offenbart. Er ist da, er versucht die Menschen, er stellt sie auf die Probe, viele fallen ab von Gott. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Sie wollen jetzt mit Logik an diese letzten Fragen des Glaubens herangehen, etwa nach dem Bösen, nach dem Teufel. Ich sage Ihnen, das können Sie mit Logik nicht verstehen. Das können Sie mit Logik nicht verstehen.